Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Klassiker unter den Adventskalendern und zwar den von The Body Shop. Und ich habe mich für die sehr, sehr hochpreisige Variante für 139 Euro entschieden. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ne? The Body Shop Adventskalender. Das ist optisch immer schon mal eine Wucht und dieses Jahr ganz besonders. Denn man kann das Ding so hochklappen und hat hier einfach mal so eine richtig geile Weihnachtswelt abgebildet. Also das ist mal so schön, so ein richtiges Pop-Up-Bild. Ich finde es so unendlich schön und ich finde es so geil, dass es ein Boxen-Adventskalender ist, den man weiterverwenden kann. Und Wahnsinn, oder? Ich bin total hin und weg und ich finde ihn beautiful. So, und jetzt lassen wir uns mal nicht von den Äußerlichkeiten täuschen und hüpfen mal rein und schauen, was in der Nummer 1 drin sein wird. Die befindet sich in der oberen von den beiden Schubladen und ist super schwer. Wir haben ja auch immer so schöne englische Botschaften drauf abgebildet, die ich euch aber nicht vorlese, weil ich finde, das ist das, was man sich dann einfach zu Weihnachten oder zur Adventszeit dann selber gönnen kann, wenn man sich den Adventskalender holt und es fängt schon richtig gut an. The Body Shop British Rose, ich liebe die Reihe, denn ich bin ein Rosenkind. Ich liebe Rose. 250 ml von diesem Duschgel. Natürlich, in diesem riesengroßen Adventskalender erwarten wir auch Full Sizes und keine Mini-Größen. 139 Tacken ist super viel Geld. Das hat man nicht mal eben so. Und deswegen mega krass. Ich liebe es. Die Nummer 2 befindet sich unter diesem Klappding, denn da sind auch noch die ganzen... Ja, da ist auch noch eine Etage versteckt. Und schaut so aus und ist sehr, sehr leicht. Oha. Ja. Hier ist ein Produkt drin enthalten, was ich persönlich leider nicht so gut finde. Ich hatte es im letzten The Body Shop Adventskalender auch drin. Das ist die Cleansing Butter. 20 ml, so eine kleine Größe, so eine Reisegröße. Ich finde, dass es das Make-up nicht so gut runtergenommen hat wie vergleichbare Cleansing Balms, die ich so habe, zum Beispiel von Yepoda. Da ist der Calm Balm einfach deutlich besser. Also das löst das Make-up besser und ich kann mich viel, viel einfacher abschminken als hiermit. Das ist nicht so geil und wird dann wahrscheinlich weiter wandern. Das hier ist dafür ein bisschen schwerer. Auch das war im oberen Schuber mit dabei. Und da werden wir auch wieder irgendeine Full Size drin haben. Oh, guck mal, das ist... voll gefüllt, voll geil. The Body Shop Vitamin E Hydrating Toner. Schöne Geschichte. Vitamin E ist gut für die Haut. 250 ml, das ist, Vitamin E schützt die Haut. Dann gibt es auch noch ein Feuchtigkeitsspender, spendendes Wheat Germ Oil. Ich weiß nicht, was Wheat Germ ist. Weizenkeimöl vielleicht? Finde ich aber klasse. Ich mag Toner. Und wenn man das schon mal oben hat, kann man auch direkt die Nummer 4 rausnehmen. Die ist sehr, sehr leicht. Oh ja, okay, da haben wir auch so einen Cognac-Schwamm drin. Ein Cognac-Schwamm ist so ein hartes Vieh, was von dem Cognac-Baum aus der Cognac-Wurzel gewonnen wird und dementsprechend ein ganz natürliches Produkt ist. Das ist jetzt knüppelhart, aber wenn man das wässert, ne, wenn man da Wasser dran macht oder das in Wasser reinlegt, wird es sehr schön weich und damit kann man dann sein Gesicht auch noch abwaschen. Ich habe letztens in meinen Kommentaren gelesen, dass bei sensibler Haut das nicht ganz so gut sein soll, also dass da definitiv andere Produkte besser geeignet wären. Deswegen greife ich da nicht mehr zurück. Also vielen, vielen Dank auch für diesen Hinweis, fand ich auch sehr wichtig und werde das dann auch weiter wandern lassen. Aber es soll an und für sich ein ganz tolles Produkt sein. Die Nummer 5 befindet sich in der ersten Schublade. In Deutschland ist es der Tag vor Nikolaus, also da ist eigentlich nicht so viel los, außer Vorbereitung. Aber ich glaube, in England, wo der Body Shop Adventskalender herkommt, ist der Tag, also der 5. Dezember, wie unser Nikolaustag. Dementsprechend müsste hier ja eigentlich was Krasses drin sein. Und wir haben eine Full Size enthalten. Auch wieder hier, The Body Shop Vitamin E Gentle Face Wash. Auch das ist cool, 125 ml. Und da haben wir auch wieder dieses beschützende Vitamin E mit dabei. Und ja, sowas verwende ich halt quasi, nachdem ich mein Gesicht mit einem Abschminkbalsam gereinigt habe, unter der Dusche einfach nochmal, um das Gesicht nochmal tiefenreinigen zu können. Ich habe mich auch ehrlich gesagt für diese Variante von dem Adventskalender entschieden, weil man auch online sehen kann, welche Produkte enthalten sind, welche Reihen vertreten sind. Und da hat er mir am meisten zugesagt, auch wenn er dann einfach deutlich teurer war als die anderen beiden Varianten, die ja verfügbar sind. Die Nummer 6 ist im untersten Schuber und ist ja eigentlich unser Nikolaus, aber wie gesagt, ist bei den
Engländern jetzt nicht so. Deswegen gibt es auch nur ein kleines Produkt. Shea Shower Cream 60 ml. Das ist so eine kleine Reisegröße. Ich habe diese Shea-Geschichte aktuell in Anwendung als Handcreme und ich muss leider sagen, dass mir der Duft nicht ganz so doll zusagt, weil er doch sehr, sehr hardcore ist, sehr penetrant und deswegen wird auch dieses Duschgel weiter wandern. Springen wir eine Schublade hoch zu der Nummer 7 und erhalten diese kleine Box. Also die Designs, die draußen sind, wirklich super niedlich. Ne? Das ist halt wirklich so ein richtiges Weihnachtsdorf und passt einfach so schön zum Design. Und natürlich ist hier eine Lippenbutter drin. Die haben wir halt immer wieder in diesen The Body Shop Adventskalendern. Aber in der großen Variante haben wir da verhältnismäßig wenig von, Gott sei Dank. Die mag ich nämlich nicht so gerne. 10 ml sind hier enthalten. Und ich mag es einfach nicht so, mit meinem Finger in so ein Pöttchen reinzugehen und mir das dann auf die Lippen zu schmieren. Gerade weil ich sowas auch gerne unterwegs verwende. Und dann müsste ich einfach zwischenzeitlich irgendwo einen Wasserhahn oder sonst irgendwas finden, um mir halt die Hände zu waschen. Ansonsten finde ich das irgendwie unangenehm. Keine Ahnung. Ne? Ich wasche mir ja auch nicht die Lippen, bevor ich einen Lippenbalsam so aufgebe. Aber das ist halt so meine Denke dabei und deswegen, naja, mag ich die nicht so gerne. Aber ich denke, und Kokosnuss mag ich auch nicht so gerne. Aber ich glaube, da wird sich der ein oder andere drüber freuen, weil ich packe ja auch einige Adventskalender für andere. Gehen wir wieder in die unterste Schublade zu der Nummer 8 und die darf erfahrungsgemäß machen, dass es kracht. Oh, wir haben ja ein Tool mit dabei. Okay, dann muss ich gleich mal herausfinden, was das sein soll. Ich würde jetzt sagen, das ist einfach so ein Körperschwamm, ne? Dass du dir das einfach so unter die Dusche hängst. Ja, ist ja extra auch so ein Aufhänger mit dabei. Und dann kannst du deinen Körper damit peelen. Das ist jetzt nichts für Sammy zum Spielen. Ist kein Quietschi drin. Der ist wie im siebten Himmel gerade. Es steht jetzt nicht unbedingt dabei, wofür es ist. Es hat eine relativ raue Oberfläche. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass es ein Körperschwamm ist. Die Nummer 9 fühlt sich schwer an, ist in der ersten Schublade und hoffentlich werden wir uns darüber freuen. Denn wenn es eine Full-Size ist, sage ich nicht nein, ne? Oh, schön. The Body Shop Berry Blend Hydrating Bath Foam. Okay, leider nichts für mich. 250 ml sind hier drin enthalten. Klar, sowas kannst du auch zweckentfremden und theoretisch als Duschgel nehmen. Aber wenn es halt explizit draufsteht, dann würde ich das halt auch als Badezusatz verwenden und an jemanden geben, der sich darüber freut, so eine richtig geile, bärige Badewanne besteigen zu können. Voll die Alliteration rausgehauen hier. Ist ja auch eine Alliteration vom Namen her. Aber gut, ja, finde ich aber sehr, sehr schön, dass sowas auch mit drin ist. Wie wird es mit der Nummer 10 aus dem obersten Kästchen weitergehen? Hier haben wir eine kleine Geschichte drin. Chinese Ginseng and Rice Clarifying Polishing Mask. Oh, ich liebe Masken. 15 ml sind hier drin enthalten. Auch das ist eher eine kleine Reisegröße und keine Full Size. Aber zum Ausprobieren, ob einem das überhaupt gefällt, ob einem das zusagt und so weiter, sind solche Geschichten natürlich ganz schön. Und gerade wenn sowas in einem Adventskalender drin ist, wo sich die Marke ja auch ein Stück weit repräsentieren möchte, macht es Sinn, auch mal eine kleinere Geschichte reinzupacken. Aber in einem 139 € Adventskalender sollten sich kleine Größen nicht allzu sehr häufen. Das ist jetzt schon die vierte kleine Größe. Ah, es ist im Verhältnis zu, wir sind jetzt bei Nummer 10, ganz schön viel, finde ich. Die Nummer 11 aus der ersten Schublade ist sehr, sehr leicht und ich glaube, da ist kein Beauty-Produkt drin, sondern eher ein Tool oder eine Maske. Okay, ja, darüber freue ich mich. Eine Tuchmaske. Vitamin C Glow Sheet Mask. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch verwendet und fand sie gut. Ja, das ist einfach eine Einmalanwendung, aber das finde ich toll. Auch so eine schöne Gesichtsmaske, ne? Oh, traumhaft. Ich hatte entweder die Vitamin C oder die mit Aloe Vera und wenn ich mich so richtig erinnere, hat sie mir gut gefallen. Die Nummer 12 aus der untersten Schublade ist theoretisch unsere Halbzeit, aber da wir 25 Boxen hier haben werden, ist es auch nur die halbe Halbzeit. Oh ja, wir haben eine Full Size, das ist schön. Vitamin C Glow Boosting Moisturizer, das ist klasse. 50 ml ist in diesem Pot drin und das ist eine schöne Nachtcreme, würde ich dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob ich Vitamin C über Tag verwenden würde. Muss man mal gucken, wie die Haut das so verträgt. Ich habe eine sehr sensible Haut, aber ne, deswegen muss man einfach mal schauen. Der zweite Teil der Halbzeit befindet sich im oberen Stübchen. Und hier haben wir auch wieder was Schweres drin. Oh, hier unten kommt man gar nicht dran. Da ist irgendwie noch was drin.
Ach, du ahnst es nicht. Okay, ja, die haben hier noch so, ne, so eine Blockade reingebaut. Ein Body Mist ist das, ist aus Glas, deswegen haben die es extra gesichert. Mango Refreshing Fragrance, 100 Milliliter sind hier drin. Ja, und solche Body Mists werden eigentlich vor allem so im Sommer verwendet, wenn man nicht so Bock hat, sich ein schweres Parfüm aufzutragen oder wenn man halt einfach nicht so viel... Keine Ahnung, ne, wenn man einfach was ganz Dezentes sich auftragen möchte, so. Also halt nicht dieses Bombastische von einem Parfum. Und da macht es auf jeden Fall Sinn. Sowas kann man aber auch als Kissenspray verwenden oder als Raumspray, je nachdem, wie man Bock hat. Mit der schweren Nummer 14 aus der zweiten unteren Schublade wird es nun weitergehen. Oh, da ist bestimmt eine Full-Size drin. Ich vermisse gerade auch so ein bisschen Shampoo und Spülung und sowas, ne? Und hier fängt es an. Shampoo, Shea, for dry and very dry hair. Das ist witzig, das ist ein Reim, ne? Intensive Repair, 250 Milliliter sind hier drin. Ich hoffe, dass es nicht so diesen intensiven Shea-Duft hat, wie das bei der Handcreme zum Beispiel jetzt aktuell bei mir der Fall ist. Aber ich kann mal dran riechen. Nein, das ist eher zurückhaltend, das finde ich fein. Und dann werde ich das mal ausprobieren. Cool, hoffentlich haben wir hierzu auch noch den passenden Conditioner mit drin. Jetzt gehen wir zu Nummer 15, das macht Sinn. Und die ist auch wieder klein, da ist bestimmt wieder so eine Lippenfutter-Geschichte mit drin. Ja, unsere zweite. Pink Grapefruit, 10 Milliliter sind hier enthalten. Muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ist, ja, nicht so ganz so mein Fall. Weiter geht's mit der schweren Nummer 16 aus dem unteren Abteil. Und hier ist, glaube ich, der Conditioner drin. Ja, richtig geil. 250 Milliliter. Finde ich passend, dass es auch so eng beieinander ist, ne? Und eine Full Size und yay! Da freue ich mich sehr drüber. Hüpfen wir wieder hoch zu der Nummer 17 in die erste Etage. Oh! Oh, 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 das ist, 50 Milliliter von Rose. Yay, Claudi freut sich. The Body Shop British Rose Exfoliating Gel Body Scrub. Also das ist ein Körperpeeling. Ja, 50 Milliliter, da kommt man ein bisschen mit hin. Kann man auf jeden Fall dann mal für ein paar Mal austesten. Und deswegen finde ich das okay. Ich liebe diesen Duft. Das ist so eine natürliche Rosengeschichte, dufttechnisch gesehen. Und deswegen mega. Bleiben wir in der ersten Etage und gucken uns die Nummer 18 an, die ja quasi den Start in die Weihnachtswoche geben wird. Oh ja, natürlich, eine Handcreme darf nicht fehlen. Wir hatten noch keine drin, jetzt muss eine rein. Und das darf jetzt mit Mango sein. Ist eine 30 Milliliter Tube, also quasi so eine, ich weiß nicht, ich glaube normale Größe auch, ne, von diesen Handcremes. Ich hatte noch nie eine Handcreme von The Body Shop, die größer war. Wahrscheinlich, weil ich auch bislang fast nur Produkte aus den Adventskalendern ausprobiert habe. Jo, habe ich jetzt hier auf jeden Fall wieder mit Mango drin. Eine Etage tiefer finden wir die Nummer 19 und das ist mir jetzt auch aufgefallen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich den Adventskalender weiterverwenden werde. Man könnte theoretisch hier bei manchen von diesen Türchen, ich glaube, das ist pro Etage ein oder zwei Türchen, ne, dieses Ding hier aufmachen und dann hast du hier auch nochmal so ein Pop-Up-Vieh. Ist ganz cool, ne? Also das ist dann so hoch und so und ist ganz fein. Vielleicht steht da drunter auch noch irgendwas Besonderes. Ich traue mich aber gerade nicht reinzugucken, weil wenn ich ihn weiterverwende, ist es ein bisschen schade, ne? Aber wir gucken jetzt einfach mal rein, was sich in der Geschichte an sich befindet. Und das finde ich toll. Das ist ein Body-Joghurt. Die mag ich gerne von der Konsistenz her. Eine ganz tolle, leichte Geschichte. Ja, Mango-Body-Joghurt ist das, also in der Geruchsrichtung. Mandel hat eine ganz sonderbare, schöne, gelige Konsistenz, was aber die Haut so schön weich macht und mit Feuchtigkeit versorgt. Den hatte ich auch schon mal in British Rose deswegen. Und ja, finde ich gut. 200 Milliliter hat dieser Pott. Ist auch eine gute Größe, ne? Im Obergeschoss befindet sich die Nummer 20 und die ist auch wieder relativ leicht. Ja, die zweite Handcreme darf natürlich auch nicht fehlen. Das sind auch wieder 30 Milliliter. Aber hey, das ist British Rose. Da freue ich mir einen Keks und die werde ich verwenden. Das finde ich toll. Fallen wir zwei Etagen runter und schauen uns die Nummer 21 an. Auch wieder eine kleine Geschichte hier drin. Okay, das hier ist Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. 15 Milliliter sind hier auch drin. Die hatte ich, glaube ich, schon mal da und ich glaube, die war mir sogar ein Stück weit zu krass. Die ist mir zu sehr auf dem Gesicht getrocknet, sodass ich echt schrubben musste, um die runterzukriegen. Ich gebe ihr aber nochmal eine zweite Chance. In derselben Etage befindet sich die riesige Nummer 22, auch wieder hier mit einem ausklappbaren Bildchen. Auch wieder aus dieser Reihe mit Shea.
Ja, eine Bodylotion. 72 Stunden Skin Softening Moisture. Okay, ja, das wird bei mir nicht funktionieren. 200 ml sind hier drin. Und es scheint auch bei dieser Reihe zu sein, auch mit dem Shampoo und der Spülung. Deswegen fühlen die sich auch ein bisschen an, dass das irgendwie so eine natürliche Reihe ist. 30% Recycled Tube ist es hier in dem Fall. Und 93% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Und ja, die Marke ist natürlich, ne, cruelty free. Und ich glaube sogar fast alle Produkte sind vegan. Deswegen ist es ganz cool. Wird ausprobiert. Und dann auch wirklich so in Kombination mit dem Shampoo und der Spülung. Und dann gucken wir mal, wie das so duftet. Wir gucken, wie das duftet. Kann man machen. Für uns der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. In England, glaube ich, eher unspektakulär oder auch in Amerika. Aber wir dürfen uns noch einmal erfreuen, denn wir kriegen hier eine Maske. Ma, ich freue mich, ich finde das großartig. Use Concentrate Sheet Mask, da sind irgendwie drei verschiedene Viecher drin. Edelweiß aus den italienischen Alpen, Sea Holly und Crisp Marine from the Brittany Coast. Okay, gönnt euch hart. 15 Minuten hast du dann alles frischer und gesünder und schöner und keine Ahnung. Finde ich klasse. Werde ich ausprobieren. Ich liebe Gesichtsmasken, kann man nicht anders sagen, ne? Und ja, Instant Hydration. Wie ich gelernt habe, ist wohl auch in England der 24. Dezember Heiligabend. Aber das ist eher so dieser Teil, wo man jetzt nicht unbedingt die Geschenke austauscht. Das macht man nämlich am 25. Hier kommt man dann als Familie zusammen und ja, isst was Schönes zusammen und feiert Weihnachten, ne? Und hier haben wir drin die Drops of Youth, das Youth Concentrate, und da sind 30 ml drin und das ist so eine Pipettengeschichte. Das hatte ich, glaube ich, schon mal da und das finde ich wunderbar. Ich mag sowas, ne? Das ist alles sehr, ja, oh, edel, edel, edel. Schon cool, ne? Sowas hat man dann gerne am 24. Dezember drin. Und es macht natürlich den The Body Shop Adventskalender und im Prinzip alle Adventskalender, die aus dem englischen Raum kommen, viel unique, look fantastic und so weiter und so fort, sehr sympathisch, dass die uns noch ein weiteres Geschenk geben. Und zwar in der Nummer 25. Da ist so ein Riesenpott drin. Das ist auch neu. Body Butter Avocado für trockene Haut. 96% Feuchtigkeit spenden, glaube ich eher weniger. 200 ml sind in diesem Pott enthalten. Das ist kein Pöttchen, das ist ein Pott. Ein Brechmann. Damit kannst du einen was an den Kopf werfen. Richtig cool. Und bei den The Body Shop Adventskalendern haben wir halt erfahrungsgemäß immer am Ende auch eine Body Butter drin. Das ist ja nun gewesen, der wunderschöne The Body Shop Adventskalender aus dem Jahre 2021. Mega, hat mir echt gut gefallen. Ich werde mir den auch nächstes Jahr wieder bestellen. Ich weiß noch nicht, in welcher Variante, da muss ich halt gucken, welche Produkte da drin so vertreten sein werden. Ich finde den aber auf jeden Fall lohnenswert. Auch wenn er 139 Tacken kostet, ja. Aber wir haben einen Warenwert, der ist irgendwie angegeben über 200 Euro, keine Ahnung. Es lohnt sich schon, ne? Natürlich, das ein oder andere Produkt wird auch bei mir weiter wandern, weil es nicht meinem Geschmack entspricht. Aber trotzdem macht man damit einen guten Deal und ich finde den einfach cool. Bei The Body Shop ist man darauf eingestellt, dass man hier eigentlich keine dekorative Kosmetik drin hat, weil es ja hauptsächlich eine Marke ist, die für Pflege steht. Deswegen habe ich ja auch hier nicht gemeckert, dass ich keine Schminke drin habe. Natürlich haben die mittlerweile auch ein kleines Schminksortiment, was ich mir gerne mal anschauen werde. Aber beim Adventskalender wollen die natürlich das präsentieren, was die hauptsächlich auch so haben. Und das ist tatsächlich Pflege. Mega, hat mir richtig gut gefallen. Es war ein toller Adventskalender und das ist einfach so ein schönes Design. Vielleicht nehme ich den sogar, um ihn für meinen Freund neu zu befüllen. Ich muss mal gucken. Ich finde den aber wirklich klasse. Ihr Lieben, das war es jetzt auch hier von mir und meinem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!